Guys, welcome at my YouTube channel. I want to let you participate at the restoration of this MGB GT historic British sports car. This was one project too much for me, so I decided to sell, and I'm happy the car choose Carl as owner. Yes, you here, right? Not we chose the cars are choosing us. Okay, enough jokes, and let's see Carl starting with the brake drums. Enjoy! Stop. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf Axels Kanal. Kurz zu mir, viele von euch kennen wahrscheinlich meine Stimme noch nicht. Ich bin der neue Besitzer von dem MG. Und bin so mit Axel verblieben, dass ich weiterhin Videomaterial für den YouTube-Kanal von der Restauration vom MG bereitstelle. Heute zeige ich, wie man mit diesen Hilfsmitteln und Werkzeugen eine alte Bremstrommel wieder wie neu aussehen lässt. Als erstes habe ich eine ganz normale Flex. Da habe ich einen Drahtkopf drauf, um die Bremstrommel erstmal zu entrosten und den alten Lack abzumachen. Wenn die sauber ist, werde ich die Bremstrommel mit Hochtemperaturlack lackieren. Diese hat den großen Vorteil, dass man keine Grundierung braucht. Es wird dann nur einmal bei 140 Grad erhitzt, damit der Lack auch gut hält. Und ja, das zeige ich euch. So, nachdem ich alles einmal entrostet und entlackt habe, sieht man auch schon, die Oberfläche ist viel glatter, was für die Lackierung auch wichtig ist, dass kein Fett oder ähnliche Stoffe noch auf der Oberfläche sind. Deswegen gehe ich meistens vorher nochmal mit einem Tuch voll Bremsenreiniger drüber, damit der lose Staub noch mit weggenommen wird und alle fettigen Sachen entfernt werden. Wenn das gemacht ist, kann man eigentlich schon mit der Lackierung anfangen. Nachdem alle Vorbereitungen fürs Lackieren getroffen wurden, können wir auch anfangen mit der Lackierung. Vor der Lackierung immer gut die Sprühdose schütteln. Und dann ist es wichtig, den Lack gleichmäßig aufzutragen. Nicht zu dick, lieber mehrmals dünn. Auf der Verpackung stand extra, dass man es zwischen 130 und 160 Grad 20 Minuten erhitzen soll. Dafür habe ich es hier auf eine Dieselheizung gestellt, damit ich diese Temperatur erreiche und werde dann den Lack dort 30 Minuten aushärten lassen. Nachdem die Farbe gut ausgehärtet und ausgetrocknet ist, habe ich das gleiche noch mit der anderen Seite gemacht und ich denke, das Endergebnis kann sich sehen. Die Bremstrommel ist jetzt vor Rost geschützt und sieht auch optisch deutlich besser aus. Okay, ciao!